Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Spielerbewertungsvideo hier auf meinem Kanal. Heute mit Paz und Daka. Eine sehr interessante Karte, die man sich mit den Winter Wildcard Tokens einlösen kann oder halt holen kann, wenn man Bock hat. Und den schauen wir uns jetzt genauer an. Gut, schauen wir uns die Werte von Paz und Daka genauer an. 1,83 ist er groß, hat eine Mittel-Mittel-Arbeitsrate, starker Fuß rechts, hat 3 Sterne Spezialbewegung, aber ein Upgrade auf 4 Sterne schwacher Fuß bekommen. Das finde ich schon mal sehr, sehr nice auf jeden Fall. Für die Skiller wird er wahrscheinlich jetzt nicht so der Hit sein mit 3 Sternen. Mir persönlich macht das eigentlich nichts aus. Er spielt in der Premier League bei Leicester, kommt aus Sambia. Das heißt, man ist irgendwie an Ikonen bzw. Premier League Spieler gebunden, weil Sambia hat, glaube ich, nicht so viele gute Links. Auf jeden Fall schaut die Karte aber sehr, sehr interessant aus. Er ist eigentlich von der Statur her ähnlich groß wie Mbappé, hat einen Lean Body Type. Das Einzige, was man halt sagen muss, hat eine andere Workrate und bei den Spieleigenschaften werden wir dann gleich sehen, hat er halt eigentlich so gut wie nichts im Vergleich zu Mbappé. Aber sonst habe ich verglichen gerade vorhin, schauen die Werte vor allem bei Tempo, Schuss, Dribbling, denen von Mbappé sehr ähnlich aus. Er ist natürlich nach wie vor ein bisschen schlechter, aber von den Werten her schaut das wirklich gut aus. 96 Antritt, 98 Sprintgeschwindigkeit, 93 Stellungsspiel, der Abschluss geht mit dem Marksman auf 99, die Schusskraft geht auf 93, die Weitschüsse auf 96, er hat 85 Volleys, die Elfmeter gehen auf 92, Passspiel ist dann nicht so krass, 65 Übersicht, 61 Flanken, 42 Freistoß, 81 kurzer Pass, das ist für den Stürmer wichtig, und 72 langer Pass, also die beiden Werte, die schauen ganz gut aus. Auch 77 Effe ist in Ordnung beim Passspiel, und beim Dribbling hat er dann 96 Beweglichkeit, 90 Balance, die Reaktion geht auf 95, Ballkontrolle geht auf 99, Dribbling geht auf 98 und ein Ruhewert von 85. Dazu hat er noch 94 Kopfballpräzision, die Sprungkraft geht auf 99, 92 Ausdauer, die Stärke geht auf 88 und 73 Aggressivität. Und wie gesagt, Eigenschaften hat er eigentlich keine, außer den Tempo-Dribbler. Wir sind heute auf der Xbox. Ich habe jetzt auch schon ein Freundschaftsspiel mit ihm gemacht. Die Szenen seht ihr dann ganz am Schluss. Wir werden jetzt 2-3 Games mit ihm machen und dann am Schluss schneide ich euch die Szenen aus dem Freundschaftsspiel noch hinein. Die Verbindung wollte ich da ein bisschen testen. Ihr habt es vielleicht schon gesehen. Das ruckelt ziemlich da im Menü, aber die Verbindung in-game geht einigermaßen zum Testen. Das ist auf jeden Fall das Team, mit dem wir da heute spielen. Auf der Xbox habe ich nicht so ein krasses Team. Auf jeden Fall wird Paz und Daka da im Sturm spielen. Gemeinsam entweder mit Benzema, oder Benzema spielt rechter ZOM und Solskjaer linker ZOM. Bobby Firmino dann als zentraler ZOM oder im Mittelfeld. Und für die Defensive habe ich Valverde und Delaney. Hinten habe ich Alaba und Kappa. Auf der anderen Seite Eder Militao und Alex Telles und im Tor Neto. Und dann würde ich sagen, wir starten rein und testen Paz und Daka genauer aus. Gut, einen Gegner haben wir gefunden. CR7. Ja, stabiles Team. Schauen wir mal, ob wir die Beweglichkeit ein bisschen testen können da von Daka. Schaut auf jeden Fall auf den ersten Blick, beziehungsweise in dem Freundschaftsspiel, das ich schon gemacht habe, hat das sehr, sehr gut gewirkt. Ihr seht das da auch. Enge Ballführung, Beweglichkeit ist gegeben. Er ist jetzt nicht der Kleinste, aber das fühlt sich einmal sehr, sehr gut an. Wir werden das weiter beobachten. Ja, die Beweglichkeit hat man da nochmal ein bisschen gesehen. Der Schuss war okay. Ja, da drüben geht Daka. Schießen wir mal aus dem Winkel. Ja, der war sehr, sehr schwer. Jetzt macht ihn aber. Yes. War ein Fehler vom Gegner. Daka gut gestanden und macht die Bude. Auch da jetzt die Beweglichkeit sehr, sehr nice eingesetzt eigentlich. Ja, super. Die Beweglichkeit war jetzt sehr, sehr fein von ihm. Sehr, sehr nice. Ich glaube, kein Abseits, oder? Also das habe ich auch noch nie gesehen. Das habe ich auch noch nie gesehen. Yes, super gestanden in der Mitte. Paz und Daka, Spieler des Tages, oder? Ja, da ist er. Holt er sich den Ball. Sehr nice. 3 Tore gemacht, gut gestanden. Gut, erstes offizielles Spiel nach dem Freundschaftsspiel. 3 Tore, 7 Schüsse, 71%, 14 Pässe, 79%. Und 19 Dribblings mit 84%. Mit der Verbindung würde ich sagen, geht das klar. Wir machen noch ein Game mit ihm. Gut, unser Gegner hat ein Serie A-Team mit Pandev. Ja, schaut okay aus, das Team auch. Ja, da hätte er sich ein bisschen besser freilaufen können. Ja, gegen Koulibaly dann da. Ja, uneigennützig darüber gespielt. Muss eigentlich ein Tor sein. Thank you.
Ja, was er halt an Skill-Moves nicht hat, macht er mit dem linken Stick-Dribbling ganz gut wett, finde ich. Yes, 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 yes. Sehr, sehr nice. Gut gestartet. Schön der Lupfer auch. Nice, nice, nice. Also die Beweglichkeit finde ich sehr, sehr gut von ihm. Das macht er wirklich gut. Ja, da bleibt er auch gut dran, hat aber einen Foul gemacht. Ja, gut den Körper da auch wieder eingesetzt. Das macht er echt sehr, sehr gut. Das funktioniert wirklich gut mit dem Dribbling da. Ich glaube, jetzt übertreibe ich es zwar schon ein bisschen da, aber ihr seht es, sehr gut körperlich. Oh, schöner Lauf, da war er auch schnell genug. Yes, und jetzt die Vorlage und jetzt ist der Gegner, glaube ich, raus. Gut, Gegner hat den Rage Quit jetzt gemacht beim 13-0. Batz und Daka mit 2 Toren und einer Vorlage. 3 Schüsse 100%, 8 Pässe 88%, 11 Dribblings mit 82%. Hat wie gesagt alles sehr, sehr gut funktioniert. Wir machen noch ein abschließendes Game mit ihm. Gut, unser nächster Gegner ist da. Der hat ein etwas krasseres Team. Schauen wir mal, wie es gegen den läuft. Das hat etwas lang gedauert. Das war dann sein schwacher Fuß, glaube ich. Ja, guter Lauf da auch wieder von ihm. Guter Lauf. Ja, der Pass war dann schwer, ein bisschen glücklich bleiben wir da dran. Und da hat man auch wieder gesehen, körperlich, den kann er schon reinstellen, den Körper. Ja, super auch wieder gestanden, schade, dass er den nicht macht. Ja, wieder gut freigelaufen eigentlich, aber sein Torhüter, wer ist denn das? Ja, das in diesen Laufduellen, da merkt man, finde ich, seine Arbeitsrate ein bisschen. Gut gelöst aus der Bedrängnis auch. Ah, komm. Das ist sich so seitlich freigelaufen. Ja, der Pass kam. Oh, aus der Drehung. Der war schwer, der Winkel. Ja, war ein bisschen glücklich, dass wir den bekommen haben. Der kann auch mal passen. Ja, da sieht man jetzt ein bisschen so das Tempo. Da kommt er jetzt auch zu Firmino. Das ist schlecht gemacht. Ja, da ist zu knapp am Torwart gewesen, dass er den Kopfball da bekommen kann. Oh, gut reingelaufen für den Schuss. Ja, schön freigelaufen dann noch, aber es will nicht klappen mit dem Game. Aber jetzt mit der Vorlage. Nice. Gut, sein Manuel Neuer, Spieler des Tages. Ich glaube, das sagt eh alles aus. Auf jeden Fall hat Daka eine Torvorlage jetzt gemacht mit einer 7,6. 8 Schüsse, 63% Schussgenauigkeit, 12 Pässe mit 92%. Sehr gut eigentlich. 19 Dribblings mit 84%. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt noch die Szenen aus dem Freundschaftsspiel. Das sind 2 Tore und dann sehen wir uns zum abschließenden Fazit. Sehr, sehr nice die Beweglichkeit von Daka. Sehr, sehr nice. Ja, gut freigelaufen auch wieder. Schön dort gestanden. Der Schuss hat gepasst. Auch da wieder schön gestanden. Bleibt dann nochmal dran. Wird wieder alles geblockt da. Aber er bleibt weiterhin dort. Und nochmal Kimpembe. Ja gut, was soll man sagen? Das waren jetzt 4 Spiele inklusive dem Freundschaftsspiel, also 3-mal in Rivals und einmal das Freundschaftsspiel. Und da hat Daka, ich glaube, ich habe ihn ein paar Mal unabsichtlich Parker genannt, Entschuldigung dafür, auf jeden Fall ordentlich rasiert, würde ich sagen. Er hat 7 Tore mit dem Freundschaftsspiel gemacht und 2 Torvorlagen, absolut stabil. Muss sagen, manchmal fühlt man diese Mittel-Mittel-Arbeitsrate, da ist er ein bisschen so zurückgezogen oder wie auch immer man das ausdrücken möchte. Also da geht er nicht so krass nach vorne, aber so Mittel-Mittel-Chance, also so eine 50-50 Chance, dass er auch den Lauf macht, würde ich mal sagen. Vielleicht sogar ein bisschen mehr, dass er nach vorne geht, wie dass er einfach sich hinten aufhält und auf den Ball wartet. Das Tempo hat sich sehr gut angefühlt, die Beweglichkeit hat sich sehr, sehr gut angefühlt. Der Schuss war eigentlich sehr, sehr gut, also der hat gut abgestaubt eigentlich mit den Werten, die er da hat.
Auch körperlich hat er sich gut durchsetzen können. Das Passspiel vorne für den Stürmer hat sehr gut gepasst, würde ich sagen. Also alles in allem auf jeden Fall eine stabile Karte. Ist er jetzt der krasseste Stürmer aller Zeiten? Ich würde sagen, nein, aber er ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Das sieht man auch, glaube ich, an den Szenen ganz gut, wie er sich bewegt, wo er dann steht, bei abgeblockten Bällen zum Beispiel. Also ich finde, der ist halt wirklich ein guter Stürmer. Gibt es bessere? Wie gesagt, klarerweise ja. Ihm würden da vielleicht ein paar Eigenschaften ganz gut tun, aber ansonsten mit dem Lean Body Type fühlt sich das wirklich gut an. Er hat eine Größe, die sehr, sehr brauchbar ist, mit der körperlichen Stärke, die er mitbringt. Wie gesagt, wer Bock hat, den mitzunehmen und sagt, ich habe keine Lust irgendwie auf Glücksspiel aus den Packs, ist ein stabiler Premier League Stürmer. Und in der Premier League hat man jetzt nicht so viel Auswahl an guten Stürmern, die irgendwie auch in einer Preiskategorie sind, wo man sagt, kann sich jeder leisten, wie zum Beispiel einen Gabriel Jesus zum Beispiel oder einen Lucas Moura, wo es jetzt auch diese Winter Wildcard gibt. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen was zeigen von Paz und Daka. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, gerne den Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, gerne auf den Social Media Kanälen vorbeischauen. Die Links sind alle unten in der Beschreibung und dann sage ich danke fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.